Moinsen und willkommen zurück zu Lego City Undercover. Jawohl, wir machen weiter und zwar hiermit. Hoffen wir bei der McCain, muss ein bisschen Hafenarbeit machen, auch am Flughafen. Deswegen heißt es ja Hafen, ne? Abkürzung vom Flughafen, ne? Hafen. So, Strom versorgt, Schalter betätigen. Ja. Yeah. Schön. Schön. Gut. Haben wir bei der McCain. Macht hier mal ein bisschen Pudde. 1 von 38. 2 von 38. 3 von 38. 4, 5, 6. Keine Ahnung. 7. Wow. Alter. Danke. 9. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Hey. Oh Mann, du doofe Kamera, wer kennt das nicht? Auf der von Videospielen doofe Kameras. Ah, 12. Und weiter! Pressluft Power! 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26. Müssen noch auf der Seite was sein, obwohl so viele, 12 Stück auf der jeder Seite, naja. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, na komm. Wow, 34, 35, 36, 37 und Number 38. Ja, was war das denn? Powerbohrung abgeschlossen, 1 von 17. Ich habe mich einfach mal interessiert dafür, was es denn noch sonst so freizuschalten gibt. Powerbohrung, ich konnte mir absolut nichts drunter vorstellen. Und als ich das eben gerade gesehen habe, habe ich gedacht, gut, das ist eine Powerbohrung. Ich dachte beispielsweise, dass jetzt irgendwie Etagen und dann runtergebohrt werden muss und dann kommen Gegner und ja. So, aber hier nicht mit dem Hafenarbeiter McCain. Das schafft er. So, da haben wir mal, gucken wir mal, was wir sonst noch am Hafen haben. Am Flughafen. Hat er ja im letzten Teil erwähnt, so von wegen, ja, eigentlich machen wir alles so stückweise, so Häppchen. Häppchen nach Häppchen nach Häppchen. Aber Häppchen nach Häppchen nach Häppchen ist ja auch ein bisschen doof. Klar, vielleicht steht das auch in den Kommentaren, da meine Beliebtheit ja noch leider nicht hoch ist, aber ehrlich gesagt, was soll's, ne? Umso besser. Kann ich besser auf eure Kommentare eingehen. Hier ist noch eine. Ah, hier oben sind die noch. Okay. Wahrscheinlich. Ich wollte schon sagen, wenn ich gerade gewundert. Ich werde von allen möglichen Sachen unterbrochen. Da ist doch schon wieder was. Ah. Superstein. Gut, was ist hier? Das ist natürlich ganz schön doof gelaufen. Und vielleicht ist hier noch irgendwie ein Sprungbrett. Ich kann auf jeden Fall auf die Kommentare alle eingehen. So grundsätzlich, wenn es welche gibt. Ja, das war schon mal toll. Dann fliegen wir mal rüber. Und irgendwo muss ja noch eine Telefonzelle sein. So, was ist denn jetzt hier? Ich könnte mir vorstellen, dass hier... Okay, Schrauberlandeplatz, bauen wir mal. Haben ja auch eigentlich nur einen einzigen Stein dafür verwenden müssen, nämlich den großen Stein, den wir vorhin eingesammelt haben. Oder im letzten Teil. 56 und 65, den Karamell. Und dann können wir hier lang fliegen. Oh, Schweinchen! Schweinchen! Stückchenweise hatte ich... Ja. Ich hatte stückchenweise erwähnt, dass wir, wow, die Sachen stückchenweise machen, weil wir sonst nicht alles gebaut kriegen. Das sieht man ja jetzt schon wieder. So, Farmer McCain. Wow, Farmer McCain hat waghalsig mit dem Schweinchen des Glücks einen Sprung gemacht. So, Schweinchenkanone. Muss hier in der Nähe sein. So, ich würde auch sagen, wir bauen die PP. Komm. Das sind die Steine da oben, die können wir auch noch alle noch holen. So, einer fehlt auch noch von denen hier. Irgendwo ist einer noch. So, hier unten ist
Ach, und? Das macht das hier einfach jetzt mal mit dem Schweinchen wieder. Nö, kann man nichts bauen. Hier ist die Schweinchenkanone auch völlig versteckt. Aber gehört sie. Alter Falter. Kann man auch auf. Okay, man kann also auch vom Schweinchen abspringen. Auch interessant. Warte, man muss das Schweinchen dann bis zum Ende bringen, aber was soll's? Schweinchen, adios. Oh, man sieht jetzt, man hat mal gesehen, dass es auf jeden Fall verschwindet. Jetzt wäre gegen das Haus geflogen. Nummer 9, Nummer 7 haben wir eingesammelt. Und was stinkt hier so? Ich weiß nicht. Ja, eine Telefonzelle fehlt noch. Der Flughafen sonst ist überhaupt nicht fertig. Aber ich wollte jetzt den Looping noch machen. Den Looping. Und dann ziehen wir weiter in nächste Gebiete. Weil der einfache Grund ist. Bisschen dies, bisschen das, bisschen dies, das, jenes, ne? Kennt das ja. Kennt das ja. Einmal das gleiche hier auch durch. So. Zack. Und hier soll auch noch ein Katzentier sein. Dieses Katzentier macht Miau. Hier zumindest nicht mehr. Das ist dann irgendwo da. So. Das heißt also, wir müssen da hoch irgendwie. Ist hier noch was? Hier noch was? Nö. Gut, dann gehen wir mal da hoch. Chip, chip, chip. Chip, 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 chip. Ah, kack. Kack, 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 kack. Die Kacke ist da. Die Kacke ist da. Die Kacke ist da, ist da, ist da, ist da, ist da. So, da. So, dann gehen wir mal am Airport vorbei. Das, warum leuchtet, das habe ich mich auch schon mal gefragt. Warum leuchtet das I? Ist das auch irgendwie sowas wie Farbe? Nee, das I leuchtet, aber ich habe keine Ahnung warum. Wisst ihr es? Schreibt es in die Kommentare. Warum leuchtet das I bei Airport? Das ist die Katze. Komm, Katze, Katze, Katze. Yeah, ja, Fischi, Fischi, Katze, Katze. Ja, komm. Jawohl, Katze. Oh, das hast du toll gemacht. Weißt du was? Ich steck dich in meinen Hut. Katzen gerettet. 5 von 17. Wir sind der große Katzenretter. Okay, und hier kommt man normalerweise hoch. Dann wissen wir das auch. Machen wir jetzt einmal. Aktivieren wir einfach mal. Dass wir das auch noch mal wissen, dass man eben hier hochkommen kann. Joa. Gibt's noch, also ich denke mal, dafür gibt es auch nichts mehr. Ja, hätte man hier hochkommen. Okay. Dann ziehen wir mal weiter. Dann ziehen wir mal da lang weiter, würde ich sagen. Wir waren jetzt ja beim Paradise Sands. Mal ganz kurz nur. Weil... ja. Obwohl, ja, stimmt. Wir gehen nochmal zum Paradise Sands. Ich habe eine Idee. Wenn wir hier schon Farben haben, dann habe ich eine Idee. Dann malen wir jetzt ein bisschen bei Paradise Sands. Dann gehen wir nämlich nicht in die Richtung, dann gehen wir in die andere Richtung. So, Looping bauen. Den Looping. Jetzt geht's rund, jetzt gibt's eine neue Reihe dort. Superbauten errichtet. 67. Wären es sicher nicht, sondern 47. Und, ja. Steinchen gibt's nicht. Keine. Null. Schade. Aber wir haben aber 3333 Steine. Herzlichen Glückwunsch. Dann fahren wir einmal mit dem Laster rum. Wenn er das denn überhaupt kann. Nö. Gut, dann fahren wir halt nicht damit rum. Wollen wir... Dampfwalze, ne? Dampfwalze, komm. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Ob das möglich ist, mit der Dampfwalze da rumzufahren. Dampfwalze ist hier unten. Nein,
Dampfwalze. Und ich möchte, weil das mal anders aussehen soll, ich kann ja auch Farben entscheiden, welche Farbe die Dampfwalze haben soll. Ich möchte jetzt mal, dass die Dampfwalze lila ist. Eine schöne Dampfwalze in lila, oder? So toll. Meine Dampfwalze ist lila, meine Dampfwalze ist lila. So, jetzt gucken wir mal, ob das klappt mit der Dampfwalze. Einmal mal. Schade. War ein Versuch wert. Absolut. Dann halt nicht. Gut. Also mit dem Looping, mit der Dampfwalze wird das nichts. Dann machen wir irgendwas ganz, ganz Schnelles. Leistungsauto, dann haben wir hier. Nö, das ist alles doof. Nee, das ist auch doof. Wir nehmen den Scout und mit und den Scout machen wir mal in Rot. Nee, Rot ist doof. Blau. So, ganz viele Autos. Ganz viele super, super Tage. Ach, der Dampfwalz ist dementsprechend schon weg. So. Den setzen wir erstmal nochmal zurück. So. Das Geniale ist auch noch, da steht ein Auto, ne? Los geht's! Jawohl! Hat geklappt! Freigeschaltet! Rounder! Hier sind noch Steine, hier sind noch super Steine. Gehen wir hier noch lang und dann gehen wir. Gehen wir zum nächsten, nämlich zu Paradise Sands. Da wir dort ja noch einiges zu erledigen haben, nämlich mit unserem Flamenco. Flamenco. Oh, Flamenco. Da oben ist auch noch ein Superstein. Da kommen wir hier hoch und hier waren wir schon. Gut. Dann hat sich das auch gegessen, nämlich mit fettigem Fett. Und hey, ich bin Vandalist. Ja, Panik, ich bin hier. Ich bin Hooligan. Ist abgesperrt, oder? Warum um Himmels Willen ist es abgesperrt? Dürfen die das einfach so absperren? Nö, ne? Habe ich ihnen nicht erlaubt. So. So. Das war das zweite heute. So. Hier möchte ich jetzt Pink haben. Das ist das ganze hin, ne? Das ist dieses. Ja. So, Rex und Pink für die Flamingos. Da haben wir ja dieses Pink nicht. Jawohl. Mit dem Pink können wir jetzt die Flamingos einmalen. Wenn jetzt dieses komische Shit-Telefonzelle finde, ich laufe echt dann jetzt nochmal dann zurück und hol mir dieses Ding. Ja, das wäre echt ärgerlich. Eine Telefonzelle irgendwo sein soll. So, jetzt machen wir jetzt mal hier alles pink. Ja, du kriegst jetzt mal eine pinke Anstreichung. Also, es sieht sehr toll aus. Pink. Habe ich auch schon mal gefragt. Pink Mädchenfarbe. Ja, nein. Eigentlich wird es ja oft gezeigt und gesagt, oh, es ist eine volle Mädchenfarbe. Aber es gibt bestimmt einige Typen, die auch pink toll finden. Ja, bestimmt. Also, ich jetzt nicht, aber trotzdem. So, kann ja auch eigentlich rosa-rot sagen, ne? So, da ist ein Fragezeichen-Box, die hatten wir ja schon. Dann düsen wir mal jetzt zum Paradise Sands wieder zurück, damit wir den Flamingo holen können. Die Flamingos, ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Ich glaube, ja, also, zwei, ne? Einer auf der Vorderseite und einer auf der Rückseite. Hier nämlich Paradise Sands. So. Hier irgendwo waren die Flamingos. Oh. Wo hab ich's nur hingelegt? Ja, hier haben sie Big Fat Party gemacht. Die Rex Fury Statue, die wir ja jetzt nicht kaputt machen müssen, weil wir sind selber Rex Fury.
Und hier sind sie doch, die Flamingos. Flamingos, so. Einer von drei. Okay, es sind drei Stück. Da oben ist der zweite und der hintere. Und auf der hinteren Seite ist der dritte. Das weiß ich, ob das auf der hinteren Seite ist. Also den wusste ich jetzt hier oben nicht mehr. Zwei von drei. Aber der hintere auf der Rückseite des Hotels. Ja. Ist aber auch mal interessant, dass man einfach auf die Rückseite des Hotels ein Flamingo hinstellt. Jawohl, freu dich mal. So. Und damit haben wir irgendwas freigeschaltet. Ich weiß noch nicht was. Hier haben wir Blumen. Ganz viele Blumen. Wenn wir schon rosa haben, dann sammeln wir es mal gleich ein. Zwei von... Gut, dann brauchen wir noch gelb. Zwei von vier. Und blau. Gelb und blau, gelb und blau, gelb und blau. Kommt man nicht rein, ne? Gelb und blau, gelb und blau. Hier haben wir rot. Aber das ist nicht gelb und blau. Gelb und blau, gelb und blau, gelb und blau. Den brauchen wir auch nicht auffüllen. So, von den Flamingos wieder. Dann haben wir das auch erledigt. So, Flamingo. Mango, 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 Mango. Freigeschaltet. Rudolf. Was geht ab? So, also rosa brauchen wir nicht mehr. Wir haben jetzt immer noch rosa. Eine Jukebox. Eine Jukebox mache ich nicht. So. Ah, hier waren wir schon oben. Hier waren wir schon oben. Hier waren wir schon oben. Wir brauchen nicht mehr. So, was gibt's denn hier noch? Paradise Sand. Oh, eine Kaffeepause. Ja, es ist schon mal wieder soweit, ne? Da hoffen wir, weil der hat schon wieder seinen Job erledigt. Dann muss er wieder erstmal eine schöne Kaffeepause machen. Und dann schlürft er erstmal einen Kaffee. Wer weiß, wie alt das Ding da schon ist. Aber egal. Egal, ein paar Kaffeepause machen. Ne? Kaffeepause beendet. 27. Und damit haben wir Nummer 140. Was ist hier? Das ist ein Diebstahl, ne? Na ja, komm. Ich weiß. Ja, jetzt kann ich. Diebstahl!